Unter den Linden. Der Phoenix Talk aus dem Herzen der Hauptstadt mit Michael Hirz. Es gibt Phasen im Leben, da lösen sich bis dahin stabile Verhältnisse auf. Langjährige Beziehungen gehen in die Brüche, neue entstehen und das alles wie im Zeitraffer. Wie immer gibt es dann Gewinner und es gibt Verlierer. Diese Erfahrung macht auch gerade Angela Merkel. Die europäische Vernunftehe mit Nicolas Sarkozy haben Frankreichs Wähler beendet und durch die Zwangsheirat mit François Hollande ersetzt. Der will als wichtigster Partner Merkels in der Eurokrise so ziemlich das Gegenteil von dem, was die Kanzlerin und die Mehrheit der Deutschen wollen. Und damit herzlich willkommen bei Unter den Linden, dem Phoenix-Gespräch aus Berlin. Und auch zu Hause sortieren sich die Verhältnisse neu. Für eine Kanzlerin auf Partnersuche ist die Situation ziemlich düster. Die SPD träumt von Rot-Grün, die Liberalen stecken im Überlebenskampf und sind schon deshalb unberechenbar. Die Grünen haben ihren Flirt in Richtung Union eingestellt. Schwierige Zeiten also. Zu allem Überfluss grummelt es in der Unionsfamilie deutlich und die Kritik an ihr wird lauter. Ist Angela Merkel am Ende? Darüber wollen wir heute sprechen und das sind meine Gäste. Ich begrüße Michael Fuchs, er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Union im Deutschen Bundestag. Guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Und bei uns ist Hubertus Heil, er ist sozusagen das Pendant von Herrn Fuchs. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD im Bundestag. Guten Abend. Ich begrüße auch Sie sehr herzlich. Herr Fuchs, bislang konnte die Kanzlerin ja immer dann besonders gut punkten, international, wenn es zu Hause eng wurde. Jetzt haben wir ja gerade den G8-Gipfel und den NATO-Gipfel erlebt an diesem Wochenende. Gilt diese Faustregel, die Kanzlerin punktet international, gilt die auch an diesem Wochenende und nach diesem Wochenende? Ich würde das so sehen, ja. Ich finde es unheimlich richtig, dass Angela Merkel immer wieder deutlich macht, dass wir nicht neue Schulden machen können, um Konjunktur anzuheizen etc. Diese Schuldenpolitik ist ja im Prinzip der Grund, weswegen wir in dieser Krise sind. Und es ist notwendig, dass wir jetzt umkehren. Und das hat sie wohl bei G8 auch wieder sehr deutlich gemacht. Die Kommentare sind ja dementsprechend auch. Ja, selbst der amerikanische Präsident musste zugeben, dass wir in Deutschland ja gar nicht so schlecht laufen mit der Politik, die wir hier schon seit Jahren machen, die wir schon mit der SPD begonnen haben. Das will ich überhaupt nicht verschweigen. Und die dazu geführt hat, dass wir in Deutschland eine Situation haben, die kein anderes europäisches Land hat. Wir haben Wachstum, die anderen haben keins. Wir haben Arbeitslosigkeitszahlen, die niedriger sind als alle anderen Industrieländer in Europa. Wir haben, was für mich besonders wichtig ist, Herr Hirz, und da bin ich wirklich dankbar für, die niedrigste Arbeitslosigkeit bei den jungen Leuten in ganz Europa. Gucken Sie mal, Spanien hat 42% Jugendarbeitslosigkeit. Wir liegen bei 7-8. Wir haben Regionen in meiner Heimatregion, haben wir überhaupt keine Jugendarbeitslosigkeit mehr. Das ist mehr als erfreulich. Danke an die Unternehmen, danke an die Gewerkschaft. Aber ich glaube, die Politik war auch nicht so schlecht, sonst wären wir nicht so weit gekommen. Das heißt aber, dieser G8-Gipfel war für die Kanzlerin ein Erfolg, sozusagen Sie gegen alle. Ich würde das so sehen. Und ich merke ja auch schon aus den ersten Kommentaren aus Frankreich, dass sie schon bei ihren Gesprächen mit Herrn Hollande, die sie ja auch am Rande eines solchen Gipfels führt, in Richtung mit Hollande kommt, dass der auch begreift, dass wir nicht jetzt erstmal wieder Schulden machen können. Denn wer soll denn die Schulden bitte bezahlen? Da sprechen wir gleich drüber. Vielleicht finden wir ja jemanden, der die übernimmt. Ja, aber Deutschland nicht mehr. Herr Heil, bisher hat die deutsche Sozialdemokratie, hat die SPD ja den Kurs der Kanzlerin kritisch begleitet, aber in entscheidenden Augenblicken eigentlich immer unterstützt. Galt das auch für den G8-Gipfel und vor allen Dingen gilt das für den vor uns liegenden Gipfel in Brüssel, wo es ja auch um die Griechenlandhilfe und um die Euro-Rettung geht? Wir haben nach wie vor eine kritische Situation in der Krise in Europa und bei aller erfreulichen Entwicklung in Deutschland, die ich überhaupt nicht schlecht reden will, weil dafür hat ja auch eine SPD-geführte Bundesregierung Voraussetzungen geschaffen. Sie haben recht, das ist vor allen Dingen das Ergebnis tüchtiger Unternehmer und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Da sind wir uns vielleicht in der Analyse einig. Gibt es eine Sorge? Wir sind exportstark. Aber 60% unserer Exporte gehen nach Europa, 40% in der Eurozone. Das wird weniger. Ganz klar, geben Moment. Sie ihm die Chance, einen Satz zu Ende zu führen. Es gibt wachsende Anteile, auch was nach China betrifft, aber es sind 8%. Und deshalb gilt es nach wie vor, es kann Deutschland dauerhaft nicht gut gehen, wenn es dem Rest Europas schlecht geht. Und wir streiten überhaupt nicht, Herr Fuchs, darüber, dass wir die Staatsfinanzen in Ordnung bringen müssen. Das ist zwingend notwendig, dass die Staaten unabhängiger werden von den Finanzmärkten. Die Frage ist, wie? Und da sagen wir ganz klar, man kann Haushalte nur in Ordnung bringen mit einer wirtschaftlichen
wirklichen Wachstumsperspektive, die fehlt in Europa bisher, auch weil die Kanzlerin sich bisher gesperrt hat. Ich glaube, da wird der Wind sich drehen und deshalb ganz klar, wir sind für Haushaltsdisziplin, aber wir sind für eine Investitionsstrategie in Deutschland, auch in Europa, dafür zu sorgen, dass wir wirtschaftliches Wachstum bekommen. Dann können wir die Schulden auch vernünftig abbauen. Aber das heißt, Entschuldigung, Herr Fuchs, eine Sekunde, Sie kriegen sofort jede Chance zur Widerrede. Wenn man sich noch mal anschaut, irgendwie, was bisher geschehen ist, auch gerade bei der Euro-Rettung, und wenn man jetzt nach vorne schaut, wird sich die Achse da verschieben? Oder wird die SPD die Kanzlerin auch jetzt zum Beispiel vor dem Gipfel in Brüssel unterstützen? Kommt die Frage an, ist, ob sich für die SPD etwas geändert hat. Wir müssen ja feststellen, dass wir tatsächlich seit 2010, seit Griechenland wirklich explodiert ist, im Krisenmodus sind und die Union immer Dinge ausgeschlossen hat, auch Herr Fuchs, auch Frau Merkel, die am Ende dann kamen. Aber diese Mischung zu glauben, allein mit Hilfskrediten und gleichzeitig unheimlich harten Sparauflagen kriegen wir das hin und keine wirtschaftliche Wachstumsperspektive zu entwickeln für Europa, das ist ein Fehler. Das rächt sich jetzt. Deshalb sagen wir tun das, was vernünftig ist in Europa. Das haben Sozialdemokraten immer getan. Aber wir machen das nicht unkonditioniert. Wir unterstützen, wenn es beispielsweise darum geht, die Finanztransaktionssteuer, also eine Umsatzsteuer auf Finanzgeschäfte einzuführen, um nicht mit neuen Schulden Wachstum zu generieren, sondern dieses Geld einzusetzen für Wachstumsimpulse. Wir unterstützen es, wenn es ein Programm gäbe im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit, von der Herr Fuchs gerade gesprochen hat. Da haben wir Länder mit 50-40% Jugendarbeitslosigkeit. Also es ist nicht Wachstumsimpulse gegen Sparen, sondern es ist ganz klar, beides gehört zusammen. Aber ohne wirtschaftliche Wachstumsperspektive werden wir die Staatshaushalte in Europa nicht in Ordnung bringen. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, Wachstum ja, ist unverzichtbar, aber kein kreditfinanziertes, also nicht über neue Schulden? Wir haben klare Vorschläge gemacht. Zum einen kann man die Mittel der Europäischen Union, die da sind, die Strukturfördermittel besser einsetzen, auch gezielter für Investitionen. Das muss nicht alles in den Agrarhaushalt in den Süden Europas gehen. Man kann die Mittel besser und effektiver einsetzen. Zum Zweiten haben wir gesagt, wir brauchen sowas wie einen Investitions- und Aufbaufonds. Dafür wollen wir nicht neue Schulden machen, sondern diejenigen an der Krisenbewältigung beteiligen, die Mitverursacher sind, nämlich die internationalen Finanzmärkte. Deshalb brauchen wir das Aufkommen einer Umsatzsteuer auf Finanzgeschäfte. Das wird im Moment in der Bundesregierung blockiert, auch von der FDP, das muss man sagen. Und Frau Merkel kann sich da in Europa schwer durchsetzen, wenn sie sich nicht mehr in der Koalition durchsetzen kann. Und wir haben gesagt, wir müssen die Europäische Investitionsbank in die Lage zu versetzen, privates Kapital zu mobilisieren, auch mit öffentlicher Unterstützung für Investitionen in Bildung, in Forschung, in Infrastruktur. Und nochmal, wir brauchen auch ein Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Ohne eine wirtschaftliche, eine realwirtschaftliche Perspektive werden wir die Staatsfinanzen nicht in Ordnung bringen. Das ist eigentlich so klar wie Kloßbrühe, dass wir in Deutschland besser vorankommen, was die Haushaltskonsolidierung betrifft, hat was mit dem wirtschaftlichen Wachstum zu tun. Dafür müssen viele Länder ihre Hausaufgaben machen, auch ihre Strukturreformen, gar keine Frage. Aber es braucht vor allen Dingen Investitionen, damit Wachstum entstehen kann. Aber das hört sich doch ganz gut an. Das müsste doch Ihre Zustimmung finden. Seinen besten Exportartikel, den hat er nicht genannt. Das verstehe ich nicht. Warum exportieren wir nicht auch Hartz IV in diese Länder? Die Regelungen, die wir hier geschaffen haben, die Sie ja geschaffen haben, über Reformen, die haben wir mitgetragen damals. Und diese sind mit Sicherheit auch ein Teil der Begründung, warum es in Deutschland mittlerweile so gut läuft. Das sollten wir dann genauso dahin exportieren. Wir haben auch gesagt, dass in Griechenland Reformen gemacht werden müssen, und zwar echte Reformen. Bis jetzt verweigert sich aber das griechische Volk diesen Reformen. Bei der letzten Wahl kam es so. Ich hoffe, dass die nächste Wahl, ich glaube am 17. Juni, dazu führt, dass sie eine stabile Mehrheit bekommen, die Reformvorschläge, die mit der EU ja vereinbart waren, die mit der Troika vereinbart waren, umsetzt. Das muss dann auch geschehen. Dann sind wir auch bereit zu helfen. Aber es kann nicht sein, dass das völlig unkonditioniert läuft, so wie sich das Herr Tsipras da von der ultralinken Gruppe vorstellt, dass die sparen nicht wollen, aber das Geld trotzdem bekommen. Das kann nicht sein. Und da bin ich auch nicht mehr mit einverstanden. Derzeit sehr erfolgreiche griechische Politiker. Das ist der im Prinzip die größten Mehrheiten hat. Und momentan sieht es ja so aus, als würde der bei der nächsten Wahl noch stärker werden. Also dann ist Schluss. Und dann kann es auch nicht funktionieren. Und wir sind nicht bereit, zusätzliches Geld nach Griechenland zu schicken, damit es konsumiert wird. Sondern es muss gezielt sein. Und da hat der Heil auch recht. Das muss eben zum Beispiel zur Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit eingesetzt werden. Aber wir wollen auch eins sagen. Wer zahlt denn in der EU? 27% aller Zahlungen kommen von Deutschland. Wir sind jetzt schon mit über 211 Milliarden verpflichtet. Und ich meine, wir müssen verdammt aufpassen, dass wir uns nicht überfordern. Dann sind wir nämlich auf einmal noch in dem Problem drin. Also keine Frage, dass wir nicht unkonditioniert Geld rüberschieben. Aber der kurzfristige Applaus, den man für sowas bekommt, der muss eins immer mit sagen, Herr Fuchs.
Es geht nicht nur um Solidarität, es geht um ureigenste deutsche Interessen. Da bin ich mir einig. Exportieren nochmal die Arbeitsplätze in Deutschland, hängen ganz maßgeblich am Export. Und es muss auch jemand unsere Produkte, Verfahren und Dienstleistungen noch kaufen können in Zukunft. Ich will ein bisschen davor warnen, dass wir ein bisschen, ich sag mal, kurz im Gedächtnis sind. Am Ende der Regierung Kohl, 1998, galt in Europa Deutschland als der kranke Mann Europas, als Wachstumsbremse. Wir haben dann Strukturreformen gemacht. Bitte, das war 2003, 2004. Nochmal. Wir haben Strukturreformen gemacht in Deutschland, die Sie zu Recht gelobt haben. Aber wenn ich an die Agenda 2010 denke, dann war das eine Mischung aus Investitionen und Strukturreformen. Wir haben damals beispielsweise ein Ganztagsschulprogramm auf den Weg gebracht. Investitionen in Bildung, in Forschung, Infrastruktur. Es war immer beides. Strukturreformen mit Wachstumsimpulsen. Und wenn Sie sagen, das braucht Europa wieder, dann kann ich Ihnen nur sagen, richtig, die müssen ihre Hausaufgaben vor Ort machen, besonders im Falle Griechenland. Aber es gibt auch Länder in Europa, die sind nicht aufgrund von Überschuldung, von Staatsverschuldung in die Krise gekommen. Spanien beispielsweise hatte eine bessere Haushaltspolitik vor der Krise 2008, bevor die Immobilienblase platzte. Irland hat auch nicht zu viel Geld ausgegeben, sondern die haben einseitig auf Finanzwirtschaft gesetzt. Die Frage ist, warum wir in Deutschland besser durchgekommen sind und was man davon lernen kann. Und wenn man das sich anschaut, gibt es zwei Gründe aus meiner festen Überzeugung. Das eine ist, wir haben eine breite industrielle Wertschöpfungsbasis. Von der Grundstoffindustrie über den deutschen Mittelstand bis zu den kleinen Schmieden. Und Sie haben in anderen Ländern gar keine Industrie mehr, keine Produktion. Gucken Sie sich Großbritannien an, jetzt nicht Euro, aber Europa, oder gucken Sie sich Irland an. Weil man lange dachte, es geht ohne. Ich kann mich noch erinnern, wie Kollegen von der FDP uns früher Irland als das leuchtende volkswirtschaftliche Beispiel an die Wand gesetzt haben. Auf Dienstleistungen, auf Finanzdienstleistungen zu setzen, bis die Blasen da geplatzt sind. Also deshalb keine verkürzte Analyse. In Griechenland gibt es viele hausgemachte Probleme, über Jahrzehnte muss man sagen, egal wer da politisch regiert hat. Da gibt es kein vernünftiges Steuerwesen, da ist viel in Unordnung. Und trotzdem sage ich, wir dürfen nicht leichtfertig so tun nach dem Motto, wir wollen damit alles nichts mehr zu tun haben. Wir können in Europa nur wirtschaftlich gemeinsam erfolgreich sein. Und deshalb darf Deutschland nicht zugucken, wie andere tatsächlich nach unten durchfallen. Und dafür braucht man eine gute Mischung aus Strukturreformen in den Ländern und wirtschaftlichen Wachstumsimpulsen. Allein mit Sparauflagen werden wir das Problem nicht lösen. Fuchs, ich bin strikt dagegen, dass wir das wieder Schulden finanzieren. Mit deutschen Schulden weitere Maßnahmen. Die Finanztransaktionssteuer haben Sie eben erwähnt. Da bin ich auch mit einverstanden. Aber Ihr Koalitionspartner leider nicht. Doch, und auch unser Koalitionspartner. Wir sagen aber eins. Wir wollen den Finanzplatz Deutschland nicht schädigen. Es kann nicht sein, dass wir separat, von mir aus lokal, eine Finanztransaktionssteuer einführen. Wir beide sind des Internets mächtig, davon gehe ich jedenfalls mal aus. Wir machen heute Nachmittag noch... Das Internet ist niemand mächtig, das ist selbstorganisiert. Das mag sein, aber wir sind des Nutzens dieses Gerätes mächtig. Einigermaßen und altersbedingt. Ja. Wir machen in London heute noch ein Konto auf heute Nachmittag und gründen auch in London heute noch eine Firma, die haben ja eine Stunde länger Zeit. Als wir, und dann machen wir morgen aus London unsere Geschäfte. Und damit kann der deutsche Steuerzahler gar nichts machen. Da kriegt der Staat nichts. Und das Problem müssen wir in den Griff kriegen. Ich bin dafür, dass wir es machen, damit wir es klar verstehen. Aber wir müssen es europaweit hinkriegen. Die Kanzlerin kämpft darum. Sie hat auch mit Cameron bei dem G8-Gipfel nochmal darüber gesprochen. Dem britischen Premier. Das ist mir bekannt, weil sie sagt, sie will diese Finanztransaktionssteuer in Europa durchsetzen. Die FDP ist nebenbei bereit, wenn es in Europa durchgesetzt wird. Nur wenn wir es separat, darf ich kurz ausreden, wenn wir es separat machen, schaden wir dem Finanzplatz Deutschland, schaden wir dem Riester-Sparer in Deutschland. Und das sehe ich nicht ein. Dann treffen wir nämlich nicht diejenigen, die Sie treffen wollen, die ich gerne auch mitnehme, sondern wir treffen die kleinen Leute in Deutschland, die Aktien kaufen und verkaufen. Und diejenigen, die anlegen, beispielsweise über die Allianz oder sonst irgendein großes Institut, um in Riester zu sparen. Darf ich vielleicht eine Antwort darauf, aber dann... Herr Fuchs, an dieser Stelle kommt mir das so ein bisschen vor. Ich bin für die Finanztransaktionssteuer, weil Ablehnung garantiert ist. Denn das ist doch ganz klar. Ich war letzte Woche in London und jeder weiß, dass die britische Regierung so dermaßen abhängig ist vom Finanzplatz London, von den Brokern, die da unterwegs sind, dass die niemals zustimmen werden. Ich sage Ihnen, wenn wir es schaffen, möglichst viele Länder in der Eurozone mit einzubeziehen, diese Finanztransaktionssteuer, eine kleine Steuer auf jedes Finanzgeschäft, dann bremsen wir kurzfristige Spekulationen, die volkswirtschaftlich schädlich sind. Und wir mobilisieren Geld, dass wir nicht über Schulden oder über erhöhte Steuern für die Bürger organisieren müssen, sondern wir mobilisieren Geld für Wachstumsimpulse. Deshalb sage ich Ihnen, wenn die Bundesregierung, wenn Frau Merkel so vehement für eine Finanztransaktionssteuer kämpfen würde, wie sie das bei den fiskalischen Auflagen tut, dann wären wir schon einen Schritt weiter. Aber Sie haben ja doch ein Problem zu Hause.
Diese Koalition ist in keinem Politikfeld im Moment zur Lösung in der Lage. Auch beim Thema Finanztransaktionssteuer blockieren Sie sich mit der FDP selbst. Das ist in anderen Bereichen auch so. An der Stelle, Herr Fuchs, da machen wir noch mal einen Punkt, weil über den Zustand der Koalition und was daraus folgt, können wir gleich noch sprechen. Aber es ist ein europäisches Problem mittlerweile, dass die Regierung nicht auf europäischer Ebene agieren kann, weil sie zu Hause die Dinge nicht in Ordnung hat. Da kommen wir gleich drauf. Und ob das so ist, werden wir dann klären. Aber ich würde es gerne der Reihenfolge nachmachen. Wir stehen ja jetzt vor der Frage, wie Deutschland mit dem Fiskalpakt, den die Regierung will, in Europa umgeht. Für die Regierung ist das eben ein unverzichtbarer Bestandteil auch der Lösung der Euro- und Verschuldenskrise. Der soll aber jetzt noch mal verhandelt werden. Da hat die SPD auch Einwände gegen die Form, wie er im Augenblick vorgesehen ist. Worin bestehen die? Nochmal, wir sind für Haushaltsdisziplin. Wir sind dafür, dass die Staaten unabhängiger werden, auch von den internationalen Finanzmärkten, ihrer eigenen Finanzierung. Aber man muss die Ziele auch erreichen können. Und dafür braucht es eine Wachstumsperspektive. Es wird ja am Donnerstag Gespräche mit der Koalition geben. Die Koalition braucht eine Zweidrittel mehr im Deutschen Bundestag. Unsere Bedingungen sind klar. Wir wollen Wachstumsimpulse in Europa. Dazu gehört die Einführung einer Finanztransaktionssteuer. Das Geld brauchen wir. Dazu gehört das ist für Sie auch nicht verhandelbar. Wir brauchen diesen Impuls, ganz klar. Und ich glaube, dass wir immer mehr Unterstützung in Europa haben, dass wir eine Koalition auch derjenigen, die guten Willens sind, in Europa bilden können, um sie durchzusetzen. Wir brauchen eine Ertüchtigung der Europäischen Investitionsbank, um wirtschaftliche Impulse zu geben. Das kostet aber Geld schon, ne? Ich sage Ihnen, das finde ich ja ganz interessant, dass letzte Woche selbst der Rösler dafür war. Wenn er dafür ist, muss er auch sagen, dass es Geld kostet. Ja, wenn Sie dafür sind, ich meine, du bist ja Kapitalerhöhung. Ja, eben. Sehen Sie, dann sind wir uns ja schon mal an diesem Punkt einig. Wenn Sie uns da folgen, haben wir einen Punkt für Investitionen ja schon auf dem Weg. Gut, aber das heißt nur, wir müssen Fuchs, sagen, das kostet dran. Geld. Jetzt bin ich dran. Ich sage Ihnen, Sie sollten den Leuten immer die Wahrheit sagen. Das haben Sie ja früher nicht getan. Vor den Gipfeln haben Sie immer gesagt, keinen Cent für Griechenland. Da wurden es tatsächlich nicht Cent, sondern Milliardenbeträge. Dann haben Sie andere Dinge ausgeschlossen. Rettungsschirm nicht erhöhen, nicht permanent machen. Der wird jetzt permanent, der wird immer größer. Und deshalb diese Politik, den Leuten in Deutschland nicht reinen Wein einzuschenken, kostet Vertrauen für Politik insgesamt. Deshalb nochmal, unsere Bedingungen sind klar. Finanztransaktionssteuer für Wachstumsimpulse, die Europäische Investitionsbank in die Lage zu versetzen, auch Projekte finanzieren zu können, privates Kapital zu mobilisieren, um Wachstumsimpulse zu geben, nicht zuletzt ein Programm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Dann sind wir bereit, auch darüber zu reden, dass wir fiskalische Auflagen gemeinsam erreichen. Aber das gehört zusammen. Man kann nicht nur sparen, sondern muss investieren und sparen. So wird ein Schuh draus und das ist unsere klare Linie. Ist unter den Bedingungen dann eine Einigung in Deutschland möglich? Denn es muss ja eine Zweidrittelmehrheit geben für die Zustimmung zu diesem Fiskalpakt. Wir wollen als allererstes sagen, was der Fiskalpakt ja bewirken soll. Wir wollen genau das Gleiche haben, was wir in Deutschland haben, nämlich dass in den Ländern ebenfalls Schuldenbremsen in die jeweiligen Grundgesetze oder wie auch immer das da heißen mag, hineinkommt, in die Verfassung hineinkommt. Das halten wir für unbedingt notwendig, denn nur wenn wir langfristig dahin kommen, dass keine Neuverschuldung mehr gemacht wird, dass die Länder endlich anfangen, ihre Hausaufgaben so zu machen, dass sie mit dem Geld leben, was sie gerade einnehmen und nicht darüber hinaus permanent Verschuldungen machen. Das ist das zentrale Ziel. Ich kann immer nur noch sagen, dass ich die Kanzlerin bewundere, dass sie überhaupt es fertiggebracht hat, dass die Länder bereit sind, einen solchen Fiskalpakt zu unterschreiben. Der ist schon sehr auf Druck der Deutschen zustande gekommen. Ja, natürlich. Massiven Druck. Und zwar deswegen natürlich auch massiver Druck, weil wir gesagt haben, irgendwann ist Schluss mit der Zahlungsbereitschaft der Deutschen. Ich muss ja auch meinen Wählern sagen, warum in diversen Bereichen, in anderen Ländern, andere Regelungen sind, die viel günstiger für die Bürger sind als bei uns, weil wir unseren Bürgern mehr abverlangen müssen. Das ist nicht in Ordnung. Und da muss auch eine Gemeinsamkeit rein. Da muss in diesem Fiskalpakt auch festgelegt werden, dass bestimmte soziale Errungenschaften, sage ich mal, in bestimmten Ländern nicht mehr so weiterlaufen können. Es kann nicht sein, dass ein Grieche mit 57 Jahren in Pension geht und 94% seines letzten Gehaltes. Welche Sozialleistung wollte denn in Irland streichen, um mal eine zu nennen? Ich rede jetzt gerade von Griechenland. Ja, die sind ja auch unter dem Rettungsschirm. Und die sollen bitte schön, die Iren haben am allerintensivsten gekürzt, Herr Heil. Ja, aber vor der Krise sogar. Die haben am intensivsten ihre Hausaufgaben gemacht und die sind auf dem besten Weg, aus der Krise rauszukommen. Bei den Iren war es, und da haben Sie recht, ein Finanz- und Bankenproblem, weil die völlig aus dem Ruder gelaufene Banken haben. Ich bin aber auch der Meinung, dass die Iren mal darüber nachdenken müssen, dass sie nicht in anderen Ländern, wenn die Krise in Irland einigermaßen im Griff ist, Unternehmen abwerben können mit niedrigsten Steuern und gleichzeitig jede Menge Subventionen von diesen Ländern bekommen. Das muss also schon eine gewisse Harmonisierung sein. Das ist ja das Ziel dieses Fiskalpaktes, dass wir Harmonisierungen im sozialen Bereich, aber auch später vielleicht im Steuerbereich bekommen werden. Da muss
drüber nachgedacht werden, da muss diskutiert werden. Und das finde ich nicht gut, wenn die SPD sich dieser Situation, die im Prinzip dazu führt, dass die Neuverschuldungen in den Ländern reduziert werden, dem darf man sich nicht verweigern, Herr Heil. Das halte ich für sehr falsch. Nein, überhaupt nicht. Sondern es geht um die Frage, wie wir das Ziel erreichen. Wie wir es hinbekommen, dass die Staaten unabhängiger werden von Schulden und damit von den Finanzmärkten, auch von den Launen der Finanzmärkte. Und deshalb nochmal, wir sind ja beide ein bisschen ökonomisch beschäftigt in unseren Funktionen. Wir wissen beide, dass es diese Wachstumsperspektive brauchen. Das braucht Investitionen. Das heißt, Sie können nicht einfach nur Staatsausgaben kürzen. Das ist notwendig. Sie brauchen auch Strukturreformen in den Ländern. Aber Sie brauchen an der richtigen Stelle auch Investitionen. Wo kommt das Geld her dann? Also außer von der Finanztransaktionssteuer. Wir schlagen vor, dass wir einen Investitions- und Aufbaufonds gründen. Und zwar aus den vorhandenen Mitteln, Strukturfördermitteln, die ja in Europa da sind, die zum Teil nicht abfließen. Die nicht abgerufen werden. Zum Teil nicht abgerufen werden. Ja, aber das ist zum, ja nicht. Das zum sind Teil ja keine nicht, kleine Summen. Nochmal, zum Teil nicht abgerufen werden, zum Teil in die falschen Bereiche gehen. Es macht keinen Sinn, in Ländern, die so dermaßen agrar strukturiert sind, immer mehr in diesen Bereich zu pumpen. Sondern da geht es beispielsweise darum, die Energiewirtschaft zu ertüchtigen. Das muss man Ihrem Freund Hollande sagen. Das ist bisher Ihr Freund Sarkozy gewesen. Das ist mit Franzosen nicht leicht. Aber ich sage Ihnen trotzdem an der Stelle, müssen wir miteinander durchsetzen, was vernünftig ist. Und vernünftig ist es nicht nur, die Finanzmärkte zu regulieren, sondern sie auch zu beteiligen an den Investitionen, die notwendig sind. Wir können und müssen darauf setzen, dass wir gerade im Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit vorankommen. Wenn Sie nicht in die Grundlagen investieren, wenn Sie nicht sehen, können Sie nicht ernten. Deutschland hat gesät in rot-grüner Zeit. Wir ernten heute die Erfolge. Und deshalb sage ich nochmal, ohne Investitionen wird es nicht gehen. In schwarz-gelber noch mehr. War keine schlimme Regierung, die wir gemeinsam hatten. Das will ich sagen, jedenfalls im Vergleich zur Chaos-Truppe, die Sie heute miteinander haben. Ja. Das sehe ich nicht so. Ja, das glaube ich. Aber gucken Sie mal heute den Spiegeltitel an. Die haben einen schönen Titel. Da ist Frau Merkel, Herr Seehofer und dann noch dass der Herr Sie Reklame für den Spiegel machen, wundert mich nicht. Naja, halten Sie es immer noch für linksradikales Blatt, das kann ja sein. Aber ziemlich beste Feinde beschreibt diese Regierung eigentlich ganz gut. Gut, ich merke, das brennt Ihnen unter den Nägeln, ja, deshalb, über den Zustand der Koalition zu sprechen. Das tun wir auch. Ich will da nicht nur in den Wunden rühren, das gehört zum parteipolitischen Hickhack, sondern mich treibt als Sorge um, dass die Tatsache, dass diese Regierung innenpolitisch und auch europapolitisch nicht richtig handlungsfähig sind, weil sie sich bei der Energiewende blockiert, weil es diesen Streit um dieses unselige Betreuungsgeld gibt, weil es beim Mindestlohn Gezerre und Streit in der Koalition gibt, die innenpolitisch CDU, CSU und FDP nicht vom Fleck kommen, sondern sich gegenseitig blockieren. Und das gilt auch für die Europapolitik. Frau Merkel hat ein Problem im eigenen Hause und damit ist sie selbst Teil des Problems. Noch mal ganz kurz zur Euro-Rettung, bevor wir uns dann ganz der Innenpolitik zuwenden. Was ja im Augenblick, Sie nutzen sowieso jede Gelegenheit, um auch da noch mal drauf zurückzukommen, da bin ich sicher, da mache ich mir gar keine Sorgen. Aber ich möchte noch mal ganz gerne auf die Euro-Rettung zurückkommen und das dann vielleicht auch abschließen. Der neue französische Präsident Hollande plädiert ja noch mal sehr intensiv für sogenannte Euro-Bonds. Das heißt also Papiere, in denen dann eben auch die Deutschen irgendwie engagiert sind, die aber eben auch vor allem die Staaten, die hochverschuldeten Staaten mit entlasten. Es sind also gemeinsame Papiere. Bisher ist das ja eher ausgeschlossen. Wir zahlen, wir hängen in der Haftung mit drin. Nicht nur in der Haftung. Auch die Zinsen werden höher. Wird sich das denn auch nach dem, was Herr Heil gesagt hat und woran ja was ist, dass natürlich auch die Rettungsmaßnahmen immer noch mal einen Schritt weiter gegangen sind als vorher angekündigt, werden wir das auch noch erleben, vielleicht sogar in diesem Jahr, dass es zu diesen Eurobonds kommt, einfach weil auch der Druck auf Deutschland da so groß wird, sich stärker an gemeinschaftlichen Papieren zu engagieren? Also es gibt ganz klare Absprachen auch mit der Bundeskanzlerin, dass wir keine Eurobonds wollen. Die Koalition hat sich da festgelegt. Auch gegen die große Mehrheit. Wir müssen ja bezahlen. Also man muss ja eins wissen, was heißt Eurobonds? Eurobonds heißt Vergemeinschaftung von Bonds. Das heißt also, wir haben einen gemeinschaftlichen Bond mit Frankreich, mit Spanien und Portugal und wer auch immer mit da drin ist. Und schlecht beleumundete Schuldner das führt automatisch dazu, dass der Zinssatz für diese Bonds höher wird, als das, wenn es einen Single-Deutschland-Bond gibt. Das wird ein Unterschied sein von... Was man gerade im Augenblick merkt. Ja, das wird ein Unterschied sein von durchaus 2 Prozentpunkten, die teurer werden. Diese 2 Prozentpunkte müssen wir dann mehr bezahlen und die anderen zahlen sie logischerweise weniger. Und die zahlen wir ja nicht aus... Wir haben ja kein Geld übrig und da liegt ja nichts in der Kasse von Herrn Schäuble, sondern wir haben Schulden. Wir müssen ja nach wie vor mit Schulden bezahlen. Und das bedeutet eben eine wieder höhere Belastung des Bundeshaushalts. Also nochmal, Sie schließen das aus? Ich schließe das für dieses Jahr völlig aus. Ich halte es nicht für realistisch. Nein, ich halte es auch für nächstes Jahr nicht realistisch. Wir haben in der Koalition klare Absprachen, dass wir keine Eurobonds wollen, weil es auch die anderen Länder nicht mehr zwingt, wirklich zu sparen.
Denn in dem Moment, wo der Druck weg ist, aufgrund höherer Zinsen, wird natürlich auch der Wille, sich zu engagieren, die Schulden stärker zu reduzieren, weggehen. Das ist doch vollkommen klar. In dem Moment, wo ich wieder das Geld kriege zu niedrigsten Zinsen, das war doch das Risiko, das war doch das große Problem, was wir mit der ganzen Krise hatten, weil eben die Griechen Geld bekommen haben zu ganz niedrigen Zinsen, was sie früher nie hatten und sich dementsprechend auch nicht vernünftig verhalten haben. Auch, das muss verhindert werden. Ich bin auch sehr skeptisch, jetzt über unkonditionierte Eurobonds zu sprechen, ohne Auflagen, wenn Sie das so beschreiben. Also wir schon ein Äckchen weiter. Aber ich sage Ihnen eins, Herr Fuchs, Sie sind an einem nicht ganz ehrlich. Im Deutschen muss man schon mal sagen, dass die Tatsache, dass auch Frau Merkel mit den anderen Staats- und Regierungschefs zu spät, zu wenig und zu falsch reagiert hat und dann immer wieder ihre Ankündigung fressen musste, zu einem geführt hat, wir sind doch schon längst in der Haftung mit drin. Erzählen Sie doch den Leuten nichts. Sie haben durch dieses Unterlassen... Nee, noch mehr. Sie haben nämlich die Europäische Zentralbank, die EZB, in eine Funktion getrieben, die eigentlich nicht Aufgabe der Zentralbank ist. Sie kauft Staatsanleihen. Die ist eigentlich für Geldwertstabilität zuständig und sie ist in die Staatsfinanzierung eingestiegen. Das heißt, und wer haftet dafür? Auch wir. Also so zu tun, als gäbe es nicht diese gemeinschaftliche Haftung, als gäbe es nicht schon längst sowas wie eine Transferunion, ist nicht ganz ehrlich. Deshalb sage ich, ich sag Ihnen an dieser Stelle, das wissen Sie auch, haben wir ein Risiko mittlerweile, in dem wir auch mit gefangen sind, das muss man ganz deutlich sagen, das uns noch mehr verpflichtet zu sagen, es kann uns dauerhaft nicht gut gehen, wenn die anderen keine wirtschaftliche Perspektive. Aber das müsste ja umso mehr gelten, dass man diese Risiken wieder minimiert. Absolut, da bin ich sehr dafür. Deshalb ist die Frage, ob Eurobonds dann die richtige Maßnahme sind. Nein, ich glaube, dass das die falsche Debatte ist. Es gibt einen anderen interessanten Vorschlag, den hat beispielsweise der Sachverständigenrat der Bundesregierung gemacht. Das sind die Wirtschaftsexperten, die da einen Vorschlag gemacht haben für einen Schuldentilgungsfonds. Der eigentliche Punkt ist ja, dass wir von den Schulden mal runterkommen. Und für ein solches Instrument wünsche ich mir mal eine Debatte und nicht sozusagen so eine plakative Diskussion nach dem Motto, wir geben unser Geld nicht. Wir haben es schon längst mit die Haftung übernommen für vieles an diesem Punkt, weil die Bundeskanzlerin seit 3 Jahren tatsächlich immer nur auf Sicht fährt, Dinge innenpolitisch ausschließt. Da ist man eine nordrhein-westfälische Landtagswahl, da sagt es keinen Cent für Griechenland, dann kommt der nächste Gipfel. Das unterminiert das Vertrauen. Ich glaube, dass die Leute in Deutschland viel mitmachen, wenn sie 2 Dinge klar wissen. Erstens sagt man uns die Wahrheit und zweitens ist da Licht am Ende des Tunnels und das sollte nicht der Gegenzug sein. Herr Fuchs, und die Leute erleben seit 3 Jahren nichts anderes, als dass wir immer mehr erleben, dass wir mehr in die Haftung gehen, aber es keine wirtschaftliche Perspektive gibt. Ohne den Druck, den die Kanzlerin gemacht hatte. Ohne den Druck, den die Kanzlerin da gemacht hätte, hätten wir diesen Fiskalpakt nie bekommen. Da sage ich Ihnen mal einen Satz. Sie können sich an einen Strandspaziergang in Deauville erinnern. Ja. Damals gab es noch Herrn Sarkozy und Frau Merkel. Damals gab es eine Diskussion über automatische Sanktionen gegen Länder, die tatsächlich nicht ihre Hausaufgaben machen. Das hat Frau Merkel vom Tisch gewischt. Dann hat man nachverhandelt, viele, viele Monate später. Das, was Sie fordern, nämlich, dass die Länder ihre Hausaufgaben machen müssen, das hätten wir schon viel früher haben können, wenn Frau Merkel damals nicht eingeknickt war. Das gehört auch zur Wahrheit. Vom Tisch gewischt heißt ja nicht, dass Sarkozy das wollte und Merkel nicht, sondern das war, glaube ich, ja, umgekehrt. Unser Gedächtnis ist nicht kurz, Herr Fuchs. Herr Heil, trotzdem muss es nicht diejenige, die den Fiskalpakt durchgesetzt hat, das ist Frau Merkel und niemand anders hat das hingekriegt. Der Fiskalpakt, dafür bin ich auch verdammt glücklich drüber. Der Fiskalpakt funktioniert überhaupt nicht ohne wirtschaftliches Wachstum, das wissen Sie, das weiß ich. Gut, aber da ist ja Einigkeit, also ich will jetzt mal wirklich über den Punkt noch hinauskommen in dieser Sendung. Ein letztes Wort, Griechenland, ist das zu retten im Euro, also, als Euro-Land? Es fällt mir sehr schwer, das zu glauben. Das zentrale Problem bei Griechenland ist mangelnde Wettbewerbsfähigkeit. Und wenn Sie das sich angucken, dann sehen Sie, dass Sie irgendwo 40% zu teuer sind. Die OECD hat gesagt, Sie müssten die Kosten um 40% senken. Wie das einer hinkriegen soll, muss mir mal einer erklären. Was ist dann mit dem Geld, das Deutschland auch zur Verfügung gestellt hat für die Rettung? Das wird mit ziemlicher Sicherheit zu Teilen weg sein. Ihre Prognose? Genaue Prognose kann keiner geben, weil Tatsache ist, es liegt jetzt sehr stark auch am Wahlergebnis, also in der Hand der Bevölkerung in Griechenland. Aber eins will ich auch mal sagen bei der Stelle. Wenn wir von den Griechen Strukturreformen zu Recht fordern, dann muss jeder wissen, Strukturreformen brauchen Zeit. Wenn sie heute Dinge verändern, wie wir damals vor 10 Jahren, dann dauert das einige Jahre, bis sie die Erfolge haben. Und in der gleichen Zeit brauchen sie notwendige Investitionen. Und ich glaube, dass immer noch, ich hoffe es zumindest, die Mehrheit der griechischen Bevölkerung ist nicht fleißiger oder fauler als die Deutschen. Da sollten wir aufpassen, dass da nicht Vorurteile geschürt werden. Sondern wir haben politisches Versagen in den letzten Jahren verschiedener Parteien da erlebt. Jetzt versucht man da aufzuräumen. Die Leute sind auch da zu vielem bereit, auch zu Durststrecken. Dessen bin ich mir sicher, wenn sie eine Perspektive
Alternative haben. Aber wenn sie das Gefühl haben, es wird immer nur schlimmer und es müssen die Leute für die Krise bezahlen, die sie nicht mit verursacht haben, dann haben wir wirklich ein Problem. Deshalb nochmal, ich habe die Hoffnung, dass die Menschen in Griechenland klug abstimmen bei der Wahl. Es hätte Riesengefahren, nicht nur für Griechenland, die Situation dort, sondern auch für den Rest der Eurozone. Wir wissen dann, dass die Finanzmärkte anfangen würden, beispielsweise Portugal und Spanien anzugreifen. Man muss dann gucken, ob das war Europa... Das war ja aber die Philosophie, dass man Griechenland rettet, um genau das zu verhindern. Genau das kann man nicht prognostizieren, wie es wird. Ich kann das Gefühl verstehen, dass viele Leute sagen, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt erleben wir das seit vielen Jahren, lieber ein Ende mit einem Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Nur es könnte sein, dass dieses Ende sehr, sehr schrecklich ist. Deshalb rede ich nicht leichtfertig dem Motto, schmeißt die mal raus. Wir beide tun das nicht, aber es gibt ja ein paar in Deutschland. Sondern ich habe die Hoffnung, dass in Griechenland der Angst... von Ihnen, ne? Sie meinen jetzt Herrn Sarrazin. Ja, billiger Punkt. Das ist aber wahr. Aber wir sollten uns jetzt da nicht verkämpfen. Also passen Sie mal auf, wenn ich jetzt alle in der CDU zitieren würde... Ja, jetzt kommt Gauweiler im Gegenzug. Also jetzt, das lassen wir mal. Über Herrn Sarrazin muss man nicht viel reden, der ist ein Buchverkäufer. Okay. Ansonsten muss man feststellen, dass es um die Kanzlerin ja einerseits international etwas einsamer geworden ist. Sarkozy, ich hatte ja in der Eingangssequenz davon gesprochen, das war so eine Vernunftehe, eine gelernte Liebe zwischen den beiden, aber er war ihr wichtigster Partner bei der Euro-Rettung. Jetzt ist da Herr Hollande. In Nordrhein-Westfalen hat es Wahlen gegeben, die einen krachenden Erfolg gebracht haben für eine sozialdemokratische Kandidatin, für Frau Kraft. Man hat so den Eindruck, da sortieren sich wirklich die Verhältnisse neu. Dreht sich da gerade auch so ein bisschen der Zeitgeist? Und was bedeutet das dann für die Kanzlerin? Was bedeutet das für die Union? Also wir wollen mal das ein bisschen auseinanderfriemeln. Das ist nicht, kann man nicht so monostrukturiert, wie Sie es gerade sagen, stehen lassen. In Nordrhein-Westfalen hat die CDU unter der Führung von Norbert Röttgen massive Fehler gemacht. Im Wahlkampf massive Fehler gemacht, in den Aussagen der Spitzenkandidaten massive Fehler gemacht. Das steht außer Frage, dass wir eine... Das können Sie jetzt dafür, ohne Widerspruch von Herrn Heilscher erwarten. Ja, gehe ich mal von aus, dass er das akzeptiert. Das alles auf den Arm Röttgen ab. Und das Problem ist halt einfach, dass es nicht funktioniert, wenn jemand sagt, ich will das und gleichzeitig noch das. Das funktioniert nicht. Das hatten auch diverse Leute Norbert Röttgen vorher gesagt, aber er hat es halt nicht eingesehen. Die Situation ist schlecht, das ist ein katastrophales Ergebnis für uns. Aber ich bitte Sie, wenn Sie das Ganze mal auf der Bundesebene betrachten, die neuesten Umfragen zeigen, dass wir bei 35% bei uns, 27% die SPD. Das spiegelt das nordrhein-westfälische Wahlergebnis überhaupt nicht her. Das ist ja genau umgedreht. Personenwahl oder was war's? Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass es ein Großteil Personenwahl war. Frau Kraft hat einen sehr guten, ambitionierten, engagierten Wahlkampf gemacht. Das hat bei uns nicht so geklappt, weil eine ganze Reihe Leute nicht hinter dem Programm gestanden haben. Das war falsch. Das muss das heißt man zugeben. Auch die inhaltliche Ausrichtung von Herrn Röttgen war falsch. Es nützt nichts, darüber irgendwas schön zu reden. Das ist nicht meine Art. Ich habe das auch in den Gremien der Partei sehr deutlich gemacht, dass ich das nicht für gut gehalten habe. Also er hat inhaltliche Fehler gemacht auch. Ja, diverse. Und der erste Fehler war, nicht nach Nordrhein-Westfalen zu gehen. Ich sage meine Parteifreundin Julia Klöckner hat genau das Gegenteil gemacht. Die ist nach Rheinland-Pfalz gegangen. Die hat zuerst ihren Job hier aufgegeben. Die war Staatssekretärin im Agrarministerium, ja, bei Frau Aigner, und hat den aufgegeben und ist nach Rheinland-Pfalz gegangen. Beck hat 10% verloren und wir sind auf Augenhöhe wieder mit der SPD und beim nächsten Mal ist die Ministerpräsidentin. Das werden Sie erleben. Und ich sage Ihnen, genau das will der Wähler auch haben. Jemand, auf den er sich verlassen kann, der kommt zu mir, der will auch für mich kämpfen. Das heißt, das, was Frau Nahles sagt, irgendwie, wir erleben jetzt auch auf Bundesebene eine Renaissance des rot-grünen Projekts. Das war ja mal so eine Zeit lang so ein Tabuwort in der SPD. Aber das kann man ja dann vergessen, wenn das richtig... Lesen Sie doch die Bundeszahlen. Das würde ja dann nicht tragen. Weil, wenn das richtig ist, was Herr Fuchs sagt, dann ist das ein lokales oder ein regionales Phänomen gewesen, diese Wahl, und hat bundespolitisch eigentlich kaum Auswirkungen. Naja, außer dass Herr Röttgen wählt. Naja, so kann man sich das natürlich zurechtreden. Tatsache ist, es gibt in Nordrhein-Westfalen eine ganze Menge landespolitische Dinge. Hannelore Kraft hat 2 Jahre eine gute Arbeit gemacht. Das haben die Menschen unterstützt. Herr Röttgen hat viele Fehler gemacht. Das haben Sie zu Recht beschrieben. Aber wenn im größten Bundesland Deutschlands, 16, 17 Millionen Menschen, wenn ich richtig informiert bin, das so ist, wenn die CDU seit der Bundestagswahl Ministerpräsident für Ministerpräsident für Ministerpräsident, Oberbürgermeister für Oberbürgermeister für Oberbürgermeister verliert, dann kann man das nicht alles immer nur auf den Landesverband schieben, sondern hat das vielleicht auch mit der Arbeit und der Performance dieser Koalition von Frau Merkel hier zu tun. Deshalb sage ich Ihnen, kein Mensch von uns ist ein Prophet. Keiner von uns beiden
weiß, wie die Bundestagswahl nächstes Jahr ausgeht. Aber ich sage Ihnen, es gibt eine Perspektive wieder für Rot-Grün. Und wenn ich mir die Umfragen angucke, in meinem Heimatland Niedersachsen ist die nächste Landtagswahl. Die ist im Januar 2013. Die neueste Umfrage ist 36% SPD, 32% CDU, 13% Grüne. Es reicht für Rot-Grün. Deshalb ist da eine Möglichkeit da, auch in diesem bunten Parteiensystem. Was ich im Moment nicht mehr sehe, ist, dass es rechnerisch für Schwarz-Gelb reicht. Und genau das ist das Problem von Frau Merkel. Sie hat keine Koalitionsoption. Und deshalb haben wir eine gute Chance, im nächsten Jahr abzulösen. Lieber Herr Heil, ich sage nur mal eins. Vor 8 Wochen, wenn wir beide hier gesessen hätten, hätten wir darüber diskutiert, dass die FDP in Nordrhein-Westfalen mit 2% rauskommt, weder in Nordrhein-Westfalen in den Landtag kommt, noch in Schleswig-Holstein. In beiden Landtagen ist sie drin mit über 8%. Ja, reicht aber nicht. Hat kein Mensch mitgerechnet, dass es so ist. Natürlich reicht es nicht. Aber das sind auch beides Landesverbände, wo die CDU nie stark war. In den anderen wäre es jetzt anders. Und in Schleswig-Holstein war die CDU nie stark? Doch, aber nicht so stark, nicht so stark, dass wir immer ständig Regierungen gestellt haben, die meiste Zeit ja leider nicht. Und jetzt Schleswig-Holstein haben Sie die meisten Jahre seit dem Krieg regiert, wenn ich rechtlich informiert bin. Nee, da glaube ich bis nicht. Bis 1988 zum Beispiel. Ja. Also lassen Sie nicht über Historie reden, wir reden doch einfach über folgende Situation. Ja, Kanzler wird in Deutschland, wenn eine tragfähige Koalition so auf die Beine stellt, und da sehe ich keine Perspektive für Schwarz-Gelb, auch wenn die FDP sich über 5% rettet. Sie, das reicht einfach nicht mehr. Ich sage Ihnen mal was ganz Simples. Wir beide haben noch heute nicht die Wahrsagefähigkeit, um auszusagen, was in 18 Monaten oder 16 Monaten der Fall ist. Das zeigt doch, dass Sie da Kompetenz haben in der Frage. Ich habe meine Glaskugel leider in der Spülmaschine liegen gelassen heute Morgen. Also insofern bin ich nicht in der Lage, Ihnen jetzt schon das Wahlergebnis vorauszusagen, was nächstes Jahr ist. Das habe ich Ihnen ja gerade gesagt. Momentan hat weder Rot-Grün noch Schwarz-Gelb eine Mehrheit, wenn die Umfragen stimmen. Und da warten wir doch ganz einfach mal noch ein bisschen ab. Wir werden vernünftige Politik machen. Wir werden dafür sorgen, dass die Politik auch bei den Wählern ankommt. Denn die Erfolge sind ja da. Wir sind nur nicht in der Lage, diese Erfolge richtig zu transportieren. Und das ärgert mich schon ganz gewaltig. Die Menschen haben nur noch nicht verstanden, was sie alles tun. Nein, Moment. Die Menschen haben Arbeit. Die niedrigste Arbeitslosigkeit seit der Wiedervereinigung haben wir jetzt. Was hat das mit dieser Regierung zu tun? Aber jede Menge, sonst wäre es nicht so. Ich glaube, die Arbeitnehmer und Unternehmen waren das auch, im Wesentlichen. Auch, selbstverständlich. Was hat denn Herr Wössler für einen Beitrag geleistet als Bundeswirtschaftsminister zu dieser Entwicklung? Ich glaube nicht, dass das jetzt das Thema war. Ich glaube, wir sollten... Schmücken Sie sich bitte nicht mit fremden Federn. Zurückkommen. Das muss man einfach an diesem Tisch mal sagen. Und dann sollten wir das auch beenden, dass natürlich immer eine Regierung für sich in Anspruch nimmt, wenn die Dinge wirtschaftlich gut laufen. Aber auch für sich jede Verantwortung zurückweist, wenn es nicht darum, nicht so ist. Die Situation schlecht zu reden wirtschaftlich. Nur die Frage ist, werden jetzt die Entscheidungen getroffen, damit es auch morgen noch gut geht? Was ist beim Thema Energiewende? Was bei der Fachkräftesicherung? Was ist dafür zu tun, dass Menschen von der Arbeit auch leben können? Was ist beim Thema Mindestlohn? Da sage ich Ihnen, viel reden ist das eine. Diese Regierung kriegt kein Gesetz mehr durch im Moment, weil sie sich wechselseitig blockieren. Nehmen Sie dieses komische Betreuungsgeld, diese Fernhalteprämie von Frauen vom Arbeitsmarkt. Nehmen wir das Geld doch lieber zum Schuldenabbau und in Bildung zu investieren, anstatt so einen Unsinn zu machen. Es hat doch nie eine Regierung gegeben, die so viel in Bildung investiert hat wie die jetzige. Wir haben den Bildungsetat um 12 Milliarden Euro erhöht, Herr Heil. Auch das gehört zur Ehrlichkeit. Für das Betreuungsgeld, aber bleiben wir mal, bleiben wir doch mal einen Augenblick. Vielleicht kann er mir das beantworten. Wir haben das im Koalitionsvertrag drinstehen und dann muss es auch umgesetzt werden. Aber ohne zusätzliche Neuverschuldung. Sie halten das für notwendig? Es steht im Koalitionsvertrag. Ah, und damit ist doch eine Antwort. Das ist doch eine Antwort. Das ist jetzt Koalition. Steht irgendwo. Gut. Kann ich daraus schließen, dass das, was mal begonnen worden ist, eigentlich als eine Wunschkoalition, jetzt eher so eine Pflichtnummer ist, von der Sie sagen, funktioniert eigentlich ganz gut und Herr Heil sagt, es ist ein Desaster? Also, und ist das eine Perspektive, denn das war ja der Ausgangspunkt unseres Gesprächs, dass wir sagten, wo ist die Machtperspektive, die Machtoption für die Union? Wird es reichen im nächsten Jahr, zum Beispiel für die Fortsetzung des schwarz-gelben Bündnisses? Wäre das überhaupt wünschenswert? Und wenn das nicht klappt, gibt es da eine andere Möglichkeit für also, die Union? Ich sage schlicht und ergreifend, es ist Unsinn, jetzt über Koalitionen in 18 Monaten zu spekulieren. Davon halte ich nichts. Sondern wir müssen jetzt versuchen, in diesen 18 Monaten noch vernünftige Arbeit zu machen. Wir haben noch eine Menge Dinge vor. Gerade Sie haben das Stichwort Energiewende gesagt. Wir haben gerade eben noch darüber beraten mit mehreren Leuten aus der Koalition. Und wir werden uns da sehr, sehr reinsteigern müssen. Denn es ist verdammt schwierig,
die vielen Eckpunkte in der Energiewende umzusetzen. Das fängt damit an, dass die Leute zwar alle dafür sind, dass wir erneuerbare Energien haben, aber möglichst nicht vor der Haustüre. Sie sind alle dafür, dass wir die Netze ausbauen, aber möglichst keiner will die Leitungsnetze sehen. Und wir kriegen überall Druck, wenn da irgendwo was Neues gebaut werden soll, dann gibt es lokale Bürgerinitiativen, wo alle dran beteiligt sind und sind dagegen, ob das nun ein Speicher, Pumpspeicherwerk im Schwarzwald ist, was keiner will, oder den Bau der Leitungen durch den Rennsteig, den keiner will und. Okay. Wir haben überall Diskussionen, die müssen wir hinkriegen, ja. Und die müssen moderiert werden und das wird nicht einfach. Das ist sicher alles dicke richtig, Aufgabe trotzdem bleibe ich einfach nochmal bei meiner Frage von eben. Das ist ja, mit wem will die Union da marschieren? Sie können natürlich sagen, das ist viel zu früh, da mache ich mir Gedanken drüber, wenn die Wahlen gelaufen sind. Auf der anderen Seite muss man ja feststellen, dass es jetzt tatsächlich eine Renaissance dieser Überlegungen gibt, sowohl bei den Sozialdemokraten als auch bei den Grünen, spätestens nach der Wahl in Nordrhein-Westfalen, zu sagen, wir empfinden uns sozusagen als geborene Partner. Und wenn die FDP es nicht schafft, auf annähernd die Werte zu kommen, die sie bei der letzten Bundestagswahl gehabt hat, dann wird es ja einsam. Dann können sie die tollsten Konzepte haben, aber sie haben niemanden, mit dem sie die umsetzen können. Es gibt ja auch schon heute Bestrebungen aus der SPD, zu versuchen, eine Ampel anzudenken. Na, warten wir das noch. Deswegen ist auch noch die FDP auch noch rauszubrechen, etc. Die Diskussion ist, die muss man abwarten. Der Wähler entscheidet das und das ist auch gut so. Und er soll es entscheiden und dann werden wir gucken, was dabei rauskommt. Aber ich mache jetzt keine Spekulationen über Koalitionen, ohne auch nur irgendwo annähernd konkret zu wissen, was da rauskommt. Tut mir leid, Herr Hürz, das ist zu früh. Ja, gut. Für Sie auch? Nochmal, die Zukunft ist offen, aber ich sage nochmal, diese Koalition, so wie sie im Moment aufgestellt ist, Frau Merkel, Herr Seehofer, Philipp Rösler, hat keine Mehrheit im Volke. Das spüren die bei jeder Wahl. Und ich sage Ihnen, die Prognose ist, glaube ich, nicht gewagt zu sagen, dass die Leute mit Schwarz-Gelb und der Art und Weise, nicht nur inhaltlich, dass da nichts zustande kommt. Bei der Energiewende, die Leute beschimpfen, kann man ja machen. Aber einfach mal den Job zu machen, zum Beispiel mal Energiepolitik aus einem Guss und nicht dieses Gezerre zwischen Umwelt- und Wirtschaftsministerium. Oder beim Thema Betreuungsgeld, ich habe es vorhin beschrieben, tatsächlich dieses ganze Gezerre, das sind die Leute über. Unser Job ist noch nicht getan als Opposition. Wir müssen natürlich glaubwürdige Alternativen benennen, das nicht nur kritisieren, was die machen. Und dann schauen wir mal. Und dann sage ich Ihnen, Rot-Grün ist wieder eine Möglichkeit, wer hätte das vor 3 Jahren gedacht, und wir arbeiten daran, dass es auch wieder eine Koalition wird. Das, da haben Sie das Stichwort gerade geliefert, dass die Opposition sich aufstellen muss. Mit wem wird denn die SPD, das können Sie uns ja mal verraten, wir sind ja unter uns, mit wem wird die denn als Spitzenkandidat in den Wahlkampf ziehen? Ich sage Ihnen das. Mit dem Richtigen. Also, mit dem Richtigen oder möglicherweise auch der Richtigen? Guter Versuch. Also ich glaube, dass es richtig ist, das rechtzeitig zu klären miteinander. Wir haben uns darauf verabredet, das nach der niedersächsischen Landtagswahl zu klären, ist im Januar nächsten Jahres. Jetzt ist der Fokus auf Niedersachsen. Unser Spitzenkandidat heißt Stefan Weil, der soll Ministerpräsident werden, ist der Oberbürgermeister von Hannover. Ich sehe da gute Chancen. Danach klären wir diese Fragen und dann sage ich Ihnen, ist das eine spannende Bundestagswahl? Sie nehmen jeden, ne? Klar. Insofern mischen Sie sich nicht ein. Es wird aber, das steht ja fest, wer es wird. Ich verrate es Ihnen. Gabriel macht das. Aha. Gut, mischen Sie sich mal nicht ein. Machen Sie sich lieber um Ihre Koalition Sorgen. Wir werden das schon alleine entscheiden. Warten Sie ab. Soll ich mit Ihnen wetten? Das können Sie noch besiegeln, diese Wette. Sie können noch darauf eingehen. Ich wette auf Gabriel. Ich bin nicht mal bereit zu wetten, wann die Bundestagswahl ist, wenn Sie so weitermachen. Insofern wäre ich da ganz vorsichtig. Gut, also wir stellen fest, irgendwie, es gibt eine Wettbereitschaft bei Herrn Fuchs, keine bei Herrn Heil. Möglicherweise ist das auch ganz klug, weil es immer schwierig ist, irgendwie Vorhersagen zu treffen, vor allen Dingen, wenn es um die Zukunft geht. Damit bedanke ich mich bei meinen Gästen, bei Herrn Heil, bei Herrn Fuchs. Schön, dass Sie da waren, und bei Ihnen für Ihr Interesse. Danke.